So, jetzt werde ich das hier weiter zusammenbauen. Also hier sind die beiden gedruckten Hälften. Und das hier brauche ich nicht. Und das hier kommen wir später drauf. Hier habe ich ein Stückchen Schweißdraht. Das ist Wickschweißdraht, weiß gar nicht, 3 mm oder so. SG2 spielt aber eigentlich keine Rolle. Das ist eine Kabelschere und mit dieser Kabelschere darf man auf gar keinen Fall Stahldraht schneiden. Mit der darf man nur Kupfer und Aluminium schneiden. Wenn man mit Stahl schneidet, ist die sofort kaputt. Deswegen zum Schneiden des Drahtes benutze ich eine Blechschere. Gut. Ja, der Draht, der passt auf jeden Fall nicht hier rein. Dafür muss ich das Loch hier ein bisschen ausweiten. Dafür mache ich den Draht mal ein bisschen heiß. Aber vorher schneide ich mir den schon mal zurecht. Blechschere ist auch nicht das beste Instrument dafür, aber auf jeden Fall besser als die Kabelschere da. Gut, jetzt muss ich das noch da ein bisschen reinkriegen. Geht doch nichts über so eine schöne No-Name-Dose. Das ist übrigens ein Lederhammer. So, jetzt haben wir schon mal ein Scharnier. Einwandfrei. Und für das Innenleben sorgen wir jetzt noch. Als Inlay benutze ich so Haushaltsschwämme. Die habe ich mal. Die sehen ein bisschen unförmig aus. Die sind aus China gekommen und die haben das möglichst kompakt gepackt und dabei sind die ein bisschen deformiert worden. Ja, muss ich mir jetzt halt ein bisschen zurechtschneiden, damit die so halbwegs da reinpassen. Wundert euch nicht, hier in den Ecken sind so Aussparungen drin. Die habe ich schon mal vorgemerkt in der Zeichnung. Wollte ich eventuell Magneten reinmachen, dass das hier leichter schließt. Gut, probieren wir es mal aus, ob das wirklich so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Oh, bisschen.